Willkommen auf meinem Kanal. Du möchtest einmal live dabei sein? Dann schau gerne auf twitch.tv/bibscard vorbei. Das würde mich sehr freuen. Und jetzt viel Spaß mit dem Game. Geh mal weg hier bitte. Danke. So, ich schleiche mich mal eben schnell weiter. Bei dir, Junge. Spuck's aus. Ah! Na los, du kommst doch nicht allein hierher. Wenn du nicht redest, stirbst du. Bitte, lass mich gehen. Such dir mich. Da! Bist du verletzt? Ja, geht schon. Danke. Wir haben's geschafft. Wir haben ihn erreicht. Räudige Köter. Hey, vergiss ihn einfach. Ich und noch eine Truhe. Wir müssen jetzt gehen. Hat er den Nachtschatten? Sie kommen, versteck dich. Ich kümmere mich um sie. Nein, nicht. Hilf mir. Wir brauchen. Hauen wir ab. Nein, die werden uns verfolgen. Und ich hab's satt, wegzurennen. Mann am Boden! Hier sind Eindringlinge! Alarm! Jetzt Alarm! Komm, so, aber bin ich jetzt hier? Was passiert denn? Aua! So. Ja, ja! Wie hilft mir das denn? Die sehen dann den Kampf hier. Siehst du, die können nicht mit zwei Gegnern. Amicia, was machst du da? Wir müssen hier weg. Nein, ich hab die Angst. Nein! Ich zeig ihm, dass es vorbei ist. Komm, ich geb dir, was du willst. Er hat ein Nein. Schild. Vorsicht! Hat ein Schild? Sie ist bewaffnet. Ein Schild? Moment. Beutel, Amicia, dann sehen sie nichts mehr. Warte. Wow. Nein, das war jetzt zu nah dran. Ein Schild? Du. Moment, ich muss im Rennen. Oh, was bringt mir das denn, wenn er nichts sieht? Ah, okay. Von hinten. Na, wie gefällt dir das? So fühlt sich Gegenwehr an. Das sind zu viele. Es kommen immer mehr. Wir müssen hier weg. Dann geh halt. Das ist jetzt mein Revier. Hier was? Sie sterben. Dann geh halt. Ich mach dich kalt. Du bist tot. Ach ja? Dann geh halt. Wie du das machen willst. Mehr hast du nicht drauf. Ach komm. Boah, ist sie aggressiv, ey. Die ist ja Hammer hier. Aber die musst du ihnen einjagen. Die ist ja sehr aggressiv gerade drauf, die Dame. Ja, ein Kind, das euch kalt macht. Was ist denn mit der los? Ich muss dann leider. Jetzt bestimmt ich die Regeln! Männer, die Ehre der Armee liegt in unserer Hand! Ich glaube, Amicia hat ein kleines Aggressionsproblem. Minimal. Du bist tot. So gottverdammt tot! Ach, da ist er wieder. So, ich muss das hier ausnutzen, ne? So, und dann nochmal von hinten. Einmal auf die Mütze. Wie viele Leichen hier wegen mir liegen. So, noch ein Gegner. Ey, den krieg ich doch nicht. Verdammt. Ich wusste, dass der mit der dicken Rüstung irgendwie noch kommt, ey. Aber wenigstens sind wir wieder vereint. Tschüss. Immerhin sind wir wieder vereint. Das ist doch gut. Erwartet keinen schnellen Tod nach dem, was ihr getan habt. Ist schon okay. Der Henker wird ein wenig Zeit mit euch verbringen, bevor ihr hängt. Aber nett vom Henker, dass er so ein bisschen Zeit noch mit uns verbringen möchte. Und mehr hast du nicht zu sagen? Komm schon. Du bist doch sonst nicht so. Hier wartet eine ganze Garnison. Wieso tobst du dich nicht weiter aus? Hör auf. Nein! Erkennst du nicht unsere Lage? Wir sollten doch nur Kräuter beschaffen. Wie geht es Hugo wohl gerade ohne sie? Wie wird es ihm gehen, wenn seine Schwester also hängt? Gut, ich habe einen Fehler gemacht. Ich weiß nicht, was mit mir passiert, Lukas. Ich verliere den Verstand. Ja, weil diese Welt wehtut.
immer wieder. Und du willst es ihr heimzahlen. Aber du wirst diesen Kampf verlieren, Amicia. Dann macht sich nur Sorgen. Du bist nicht wie sie. Du bist eine Derun. Nein, ich will nicht gehängt werden. Ich will nicht gehängt werden, nein. Dieses Ding funktioniert mit Feuer. Ich gebe dir ein Zeichen. Kommt raus. Eure Schlingen warten. Bereit. Sag Bescheid. Wie schön dieses Spiel einfach immer noch ist. Er ist noch mit jemand anderem beschäftigt. Ah ja, gut. Das kann er ja ruhig sein. Der kann ruhig noch ein bisschen beschäftigt sein. Das ist nicht mein Problem. Müssen wir uns wohl erstmal noch in die Reihe stellen. Ja. Gucken wir uns mal hier um. Ach, ich kann hier gar nicht langlaufen. Wie schade. Die Zeit drängt. Zeig mal Manieren. Du bist Krähenfutter. Also benimm dich auch so. Du hast Männer getötet, die unsere Stadt retten wollten und damit noch mehr Chaos gesät. Du wirst einen langsamen Tod sterben. Du bist besessen, aber wir brennen den Dämon in dir aus. Okay, also halte gedrückt, um interaktive Elemente für deine Gefährten hervorzuheben. Ziele auf eine Feuerquelle und drücke Dreieck, um Lukas Fertigkeiten einzusetzen. So. Lukas, die Treppe. Ach so. Wir rennen. Gut. Was war das? Ich muss ehrlich sagen, nach einer Woche nicht spielen, muss ich erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Die haben noch meine Schleuder. Okay, wir müssen erstmal noch unsere Schleuder suchen. Du hast uns da unten die Haut gerettet. Ja, ja. Wohin jetzt? Da drüben ist ein Fenster. Ja, das Fenster habe ich schon gesehen. Ich gucke mich nochmal eben um. Abgeschlossen. Okay. Nein, wir dürfen nicht festsitzen. Voll cool hier. Sieht echt schön aus. Dahinter ist ein Dach, Lukas. Es muss sein. Erstmal im Kreis drehen, bevor wir ans Fenster dran gehen. Okay. Oh, Assassin's Creed. Bist du sicher? Geht so. Komm. Ein bisschen wie in Assassin's Creed, ne? Wir könnten jetzt hier schön mit Altair runterspringen. Psch, ganz ruhig. Komm. Wie schön das ist. Aber es ist sehr gut bewacht hier, ne? Ich fürchte, das ist unsere einzige Chance. Machst du Witze? Nein, bleib an der Mauer. Ich gucke mal, was wir hier fotomodisieren können. Oh Gott, das war ganz schön verschwommen, ne? Schärfentiefe. Oh. Also wir haben hier auf jeden Fall Berge, aber die sind alle leider unscharf an der Stelle. Wie cool das aussieht. Guck mal so. Das ist cool. So, warte, Sekunde. Das ist doch cool. Dann müssen wir den Kontrast noch ein bisschen hochziehen. Belichtung. Wir können noch ein bisschen... Ah, okay. Belichtung ist aber nicht unbedingt Kontrast. Sichtbarkeit? Nee, ich wollte den Kontrast hochziehen. Das sieht sehr episch aus. So ein bisschen Dunkelheit mit reinbringen. Vignette brauchen wir nicht. Genau, ein bisschen mehr Sättigung, damit die Farben noch ein bisschen mehr... Ja, so. Damit die Farben noch ein bisschen mehr rauskommen. So ungefähr. Das ist doch schön. Wie war nochmal aufnehmen, so. Generell, das Spiel kann ruhig noch ein bisschen mehr Sättigung vertragen, ne? Da wirkt, guck mal, wie schön das Licht einfach wirkt. Mit anderer Sättigung. Dann sehen wir mal das Gebäude, wie es auch ausschaut. Ja, guck mal, wie schön. Guck mal, hier wartet sogar jemand auf uns. Das finde ich cool, dass man sich so ein bisschen spoilern kann hier. Also, was heißt spoilern? Aber man kann so ein bisschen gucken... Was kommt hier auf mich zu? Guck mal, hier ist sogar ein Pferd. Interessante Fläche hier unten links. Seht ihr das? Einfach nur so eine ganz flache Ebene. Einfach nur flach. Da wurde das nicht ganz ausgearbeitet mit dem Berg, glaube ich. Ja, die Leiter führt auch ins Nichts. Okay, wir gucken mal, wo wir hinkommen.
Ja, interessant. Sehr interessant auf jeden Fall. Was man hier so entdecken kann. Zack, ist der Kontrast wieder weg. Bitte, bitte. Du schaffst das. Tut mir leid, dass du da durch musst. Das ist meine Schuld. Das ist mir gerade sowas von egal. Da ist noch ein Dach. Wir sind fast da. Geschafft. Ich will runter vom Dach. Bitte. Ganz vorsichtig. Er hat ja, Gott sei Dank, ich kann nichts machen. Gehen wir leise vorbei. Keinen Helm an. Deswegen können wir ihn von hinten. Wir können ihn von hinten. Von hinten können. Ich dachte, er hat keinen Helm an. Und deswegen können wir ihn halt von hinten attackieren. Wieso geht denn das nicht? Wir müssen es einfach nur dran vorbeischleichen, ne? Du meinst da ganz hinten, oder? Oder ist das. Ich glaube, das ist wegen der Sonne. Ja, wie Rauchwolke. Wo es da gebrannt hat, ne? Aber ist das die Rauchwolke da hinten? Ich dachte, das wären irgendwie die Sonnenstrahlen. Schleimen, ich würde sagen, wir mögen nur, wenn du dich freust. Ich mag es, wenn ihr euch freut. Ja, einmal kurz was trinken, damit wir da auch geschmeidig rüberkommen. Deine Ausrüstung ist... Ach ja! Danke, Aegis. Ja, ja, stimmt. Meine Ausrüstung ist ja weg. Da war ja was. Stimmt. Ich habe ja keine Schleuder. Ja, ja. Gehen wir leise vorbei. Sie sagt es ja auch offensichtlich, dass wir leise vorbeigehen sollen. Manchmal muss man auch einfach zuhören. Aus den Vororten. Beim Tor vom Metzgerviertel. Oh. Habt ihr dieses verrückte Mädchen getroffen, oder? Die verdammte Hexe mit ihrer Schleuder. Die gerade keine Schleuder mehr hat. Und wir haben genug Fleisch für eine Woche. Gut gemacht. Schnell zum Depot. Das Mädchen wird bald gehängt. Da werden einige zusehen. Bin dabei. Ich meine, so viele leben doch gar nicht mehr in der Stadt. Also wer soll da noch zusehen? Da sind ja ganze Stadtgebiete ja abgesperrt. Wir schaffen es auch so. Ist wohl klüger, ja? Wer soll denn da noch kurz zugucken? Ach, guck mal, hier führt die Leiter also hin. Aha. Interessant. Ist das die Leiter, die wir eben gesehen haben? Ich vermute mal, ne? Okay, wie kriegen wir den denn jetzt... Wie kriegen wir den denn jetzt kaputt? Also es ist wirklich jetzt nur so eine ein Schleichlevel. Pass auf. Er bewegt sich nicht, aber da ist ein Feuer. Hast du noch ein paar Rauchdinger? Mit einer Stupefaccio. Okay, ich gehe mal ein bisschen näher ran. Und dann stupefazionieren wir ihn hier. Lukas, wirf das Stupefaccio. Wird gemacht. Achtung, schnell. Wir haben nicht viel Zeit. Und ich wüsste, wo wir hin müssen. Hier wieder durch wahrscheinlich, ne? Okay. Die müssen sich doch auch dämlich vorkommen. Ich hoffe, es geht ihm gut. Die Tage der Stadt sind gezählt. Ja. Gehen wir zurück zum Haus. Wenn es so einfach wäre. Das waren diese Drecksäcke. Aber eine Belagerung? Echt? Was soll das? Klar, die Leute kriegen vielleicht Panik. Aber ein Aufstand? Die werden versuchen, aus der Stadt. Vermute mal, dass wir hier runter müssen. Weißt du, wo wir hingehen? Nein. Geh einfach. Ich hab auch keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich laufe einfach. Unter den Tisch. Schnell. Oh, unter den Tisch. Ist das Depot sauber? Ich mach seit zwei Tagen nichts anderes. Nein, 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 nein. Unter den Tisch, unter den Tisch. Scheiße. Ich bin zu weit nach vorn gegangen. Ach, verdammt. Ich hab ein bisschen zu weit nach vorne gedrückt. Wir wurden. Nein. Ah, okay. Ja, Amicia ist gestorben. Ach, Mensch. Ach, jetzt bin ich wieder hier. Na gut, das geht ja noch. Heute ist Pips aber auch ungeduldig. Ja, das ist der Controller gewesen. Das war der Controller, nicht ich. Wir werden versuchen, aus der Stadt zu fliehen. Und dann merken, dass... Weißt du, wo wir hingehen? Nein, geh einfach. Das war der Controller. So, neuer Versuch. Ich darf also nicht zu weit nach vorne drücken anscheinend. Nein,
So. Okay. Muss schon da nicht berühren. Gönn mir eine verdammte Pause. Halt still. Gehen wir. Bin todmüde. Kann man da. Der ist hinter mir. Gott, wohin? Ich habe keine. Ach, hier ist eine Tür. Gut. Ich freue mich immer, wenn ich, wenn der speichert. Das Speicherpunkt ist quasi immer unter meiner Kamera. Ihr seht es nicht, aber ich sehe es dann immer, wenn der gespeichert hat. Da unten ist das Haupttor. Ganz nah. Wir müssen da irgendwie runter. Ich will endlich nach Hause. Stinksauer sein. Hier ist Pfeil und Bogen. Denk lieber nicht drüber nach. Hier ist Pfeil und Bogen. Warum? Warum nimmt sie das denn nicht mit? Nimm es doch mit, Mann. Pfeil und Bogen. Ah, okay. Schade. Mann. So. Ganz schön viel los hier. Da ist das Tor offen. Apropos Schoki, wir hüpfen jetzt mal hier runter. Hier, geht's runter. Oh, eine Schleuder. Lukas, ich glaube, eine Schokoladenschleuder. Das ist wirklich? Ja, du hast recht. Das heißt, der Nachtschatten muss hier irgendwo sein. Und aha, meine Schleuder. Du suchst den Nachtschatten und ich meine Schleuder. Wir brauchen sie vielleicht. Genau, Nachtschatten. Hoffentlich ist er noch da. Hm, okay, wir gucken uns mal hier um. Mit dem Fotomodus, was gibt's denn hier? So, guckt mal hier, die ganzen. Hier die ganzen Figuren. Ah, interessant. Guck mal, wie weit es runtergeht. Ich finde, das sieht sehr interessant aus und vor allem bestimmt auch irgendwie wichtig. Bestimmt kann man die irgendwie hier runterschießen, die Schleuder hier. Würde ich jetzt mal vermuten. Frage ist natürlich, wo könnte hier unsere Schleuder sein? Guck mal, hier sind überall Pfeile. Hier ist eine Axt. Wieso nimmt sie nicht einfach eine Axt mit? Bitte, Alicia. Nimm doch diese Axt mit. Ich würde es tun. Was haben wir hier? Aber eine Schleuder habe ich jetzt hier nicht gesehen. Also zumindest nicht in unserer Größe, die wir nutzen können. Na, guck mal an. Hier können wir auf jeden Fall was runterdrehen. Mhm. Was ist das hier? Aha. Sehr, sehr praktisch auf jeden Fall. Das können wir runterschießen. Ich würde sagen, es ist mehr so Sherlock Holmes spielen. Wir schauen uns den Raum quasi genau an. Und das würde ich jetzt nicht als Spoilern benennen. Wir gucken ja uns genau an, was man hier so machen kann. Trockenpflanzen, Pulver. Geh mal runter. Such weiter. Wenn uns die Möglichkeit gegeben wird, dass wir uns wirklich jeden Pixel angucken können, dann sollte man das auch nutzen. Nein, nein, nein. Aber das könnte trotzdem nützlich Waffen sein. Wo ist ja, Schwerter, Messer. Messer. Nimm dir was davon. Nimm dir ein Keine Schwert. Schleuder. Suchen wir weiter. Nimm dir doch das Schwert, Mann. Dass niemand kommt. Sonst. Ach nein. Mann, nein, wir müssen die Schleuder haben. Ja. Och nö, ey, nimm dir doch. Guck mal, wie, ich würde alle drei mitnehmen. Falls mal irgendwie eins kaputt geht oder so. Okay, das heißt, wir brauchen die Schleuder. Ja, um hier rüber zu kommen. Da unten scheint noch irgendwas Wichtiges zu sein. Schleuder. Ja, ich weiß, ihre Ausrüstung wurde abgenommen. Aber wo soll die? Okay, hier ist noch eine Leiter. Okay, ich guck noch mal, was ist hier hinten. Ach, da war ich gerade, ne? Sorry, da war ich ja gerade. Dann gehen wir noch mal eine weiter runter.
Hier sieht das sehr wichtig aus, dieser Schrank hier, aber hier ist auch keine Schleuder. Hier ein Speer, noch besser. Oh, nein. Oh. Vielleicht hier? Nein. Nimm doch den Speer mit. Ach, 5 Stücke nimmst du mit, aber kein Speer. Mann. Und hier noch ein viel besseres Schwert. Komm schon. Na komm, bitte. Ah, so ein Saustall. Bitte. Das ist doch kein Saustall. Sie könnten jederzeit kommen. Na komm, wo ist der Nachtschatten? Mann. Das ist ein bisschen traurig, ne? Dass wir einfach keine Schwerter mitnehmen. Hast du deine Schleuder? Noch nicht. Hier liegt so viel Zeug rum. Ja, Schwerter zum Beispiel, die man mitnehmen könnte. Aber nein, wir müssen eine Schleuder nehmen. Vielleicht ist sie hier drin. Nein, auch nicht. Wo könnte denn so eine Schleuder... Sieht verschlossen aus. Vielleicht mit einem Messer? Nimm doch das Schwert und mach es mit dem Schwert auf. Okay, wir müssen jetzt erstmal ein Messer suchen, damit wir das Messer opfern können. Oh, da bist du ja. Hab sie. Halt dich damit zurück, ja? Ich weiß. Dann ab zur Tür. Verschwinden wir. Ach so, die lag hier. Das sah jetzt aus wie das Messer. Hä? Da war doch ein Messer bei, oder nicht? Ich hab doch... Ja, da war ein Messer mit drin. Jetzt opfer ich einmal dieses Messer. Oh, Mist! Was ist los? Die Klinge ist kaputt, aber das war's wert. Hier ist jede Menge Zeug drin. Ich sollte die Augen offen halten. Da könnten noch mehr solche Truhen sein. Oh, cool. Ich glaube, wir können damit wieder unsere Ausrüstung generell verbessern, mal sehen, ne? Was sich machen lässt. Ja. Yay. Okay, was verbessern wir denn jetzt? Wir können... Entweder sparen wir weiterhin für Schleuder oder Alchemie. Oder wir machen jetzt die Ausrüstung und Werkzeuge weiter. Ein weiterer Ring an ihrem Gürtel ermöglicht es, Amicia einen zusätzlichen Topf zu tragen. Verwertungswerkzeug bei Platzmangel. Also, ich würde mal das mit dem Topf auf jeden Fall machen. Das ist bestimmt praktisch. So, und dann haben wir doch noch Fertigkeiten. Ah, ganz knapp. Ich kann es noch nicht verbessern. Noch haben wir den Skill hier leider nicht. Da müssen wir noch ein bisschen mehr angreifen, bevor wir hier den Skill aktivieren können. Okay. Na gut, ne. Dann gehen wir weiter. Oder... Nee, wir gehen nicht weiter. Ich wollte jetzt einmal gucken, was denn hier oben noch zu finden ist. Wir schleudern einfach mal eben unser Steinchen hier. Genau, da wollte ich nämlich noch hin. Ob wir da ein Messer finden oder so. Das wäre ja ganz praktisch. Oder was haben wir hier? Warte mal. Das kenne ich. Lukas, die haben eine Karte von Gayenne. Wirklich? Was macht die denn hier? Keine Ahnung. Hier ist das Meer, der See. Unser Zuhause war... irgendwo hier, ja. Hey, quäl dich lieber nicht. Ach, wir haben eine Erinnerung gefunden. Ja. Ist alles... Geschichte. Unser Zuhause. Cool. Eine Erinnerung für uns. Aber trotzdem frage ich mich, was man da hinten mit dem mit der Schleuder machen kann. Weil da hinten sieht es noch so aus, als könnte man da irgendwas runterdrehen. Aber ich komme da hinten rechts nicht auf die andere Seite. Moment. Da kann man ja noch irgendwie drehen. Was ist denn hier? Kann er mich nicht hier... mir hier irgendwie hochhelfen? Geht nicht. Oder das kommt jetzt später. Das kann natürlich auch sein. Weil das sieht so aus, als könnte man oder müsste man da sogar hoch.